Hallihallo, liebe Genossen und Genossinnen. Tja, wieder zu einer weiteren Folge LBG Schwarzen Pumpe. Ja, ich habe leider die Nachtschicht erwischt, weil meine Kollegen, die guten Frühs. Ich durfte jetzt leider jetzt am Abend nochmal ran, weil meine Frau leider ins Krankenhaus gekommen ist. Naja, das Kind ist da. Das mein kleines Mädchen ist hier eigentlich auf der Welt. Ja, aber der Chef hat keine Erbarmen, hat gesagt, dann bist du tagsüber nicht da, aber abends machst du noch eine Nachtschicht. Ja. Dann habe ich gesehen, naja, okay. Dann machst du nur leichte Aufgaben heute. Beispiel bringe ich hier noch ein bisschen Milch zur Molkerei. Habe ich gesehen, die haben wir angefragt. Und ein bisschen Brennstoff wollen sie noch haben. Hier gleich die abgezockt durch den Weg. Morgen war hart gewesen. Um 4:05 hat es angefangen, ihre Wehen zu kriegen. Und im Krankenhaus. So ging Nachmittag rum. Um 1 und 2 ist auf die Welt gekommen, die Kleine.
und neuen gehabt. Weg zum Sägewerk. Kleiner Abschlussarbeit beim Sägewerk.
Special, die Ausgabe. Ah, jetzt. Ja, mit Dude Nackschnitzel. Aber ich habe gesehen, am Tag über haben meine anderen Kollegen, meine anderen Genossen ja ganz schöne Unordnung auf dem Hof hinterlassen. Das ist typisch. Und wer darf wieder weg aufräumen? Ich. Was ist denn jetzt? Ich würde sagen, der hat es doch gerade festgefahren. Die Molkerei die Hackspitze haben will.
Der ist ja rumgekommen. Was hier drehen. Andersrum. Andersrum wird es besser rein. Mit den anderen W50 wieder zurück. So. Aber das soll es heute schon gewesen sein. Ich werde auch Gott sei Dank Bäuschen machen, ein Bierchen trinken. Ja, danach fährt es auch immer besser. Ja, danke mich, dass ihr reingeschaut habt. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Folge. LBG Schwarze Pumpe. Ciao, ciao.